Hallo Star Wars Fans, ich bin Destiny und heute möchte ich mit euch die neue Star Wars Serie Bad Batch 2 Folge 1 von Dave Filoni durchgehen. Hierbei wird es natürlich immer wieder zu Spoilern kommen. Hiermit seid ihr gewarnt. Diese Serie kann man nicht mit anderen Serien der letzten Zeit vergleichen, wie zum Beispiel das Buch von Boba Fett, welches in meinen Augen eine totale Katastrophe war. Der Grund, warum diese Serie viel besser ist als Bobas, liegt daran, dass Kathleen Kennedy, die Präsidentin von Lucasfilms, sich diesmal nicht eingemischt hat in die schöpferische Freiheit von Dave Filoni. Aber gut, ich würde sagen, starten wir das Review. Ach, noch eins, ich würde mich sehr über einen Daumen und Kommentar von euch freuen. Gut, dann legen wir mal los. Zu Beginn der ersten Folge befindet sich die Kloneinheit 99 auf einem Atoll mit kristallklarem Wasser und einem traumhaften Strand mit einer idyllischen Ruhe. Als plötzlich die Kloneinheit 99 aus dem Dschungel stoßen und verfolgt werden von Riesenkrebsen. Dabei trägt Wrecker eine große Truhe, die sie wahrscheinlich im Dschungel erbeutet haben. Hunter, Echo und Wrecker laufen den Strand entlang, verfolgt von den Riesenkrebsen. Zur gleichen Zeit befindet sich Omega und Tech auf der Marauder. Omega hat die Aufgabe, Schiffstypen zu pauken und Tech kontrolliert das Pauken. Als die Funkmeldung von Hunter kommt, dass sie die Ladung haben und Wrecker leider die Herde von Krebsen geweckt hat, beeilen sich Tech und Omega, das Schiff zu starten. Beim Start der Marauder geht allerdings etwas schief, da die Riesenkrebse schon vor Ort sind. Omega befindet sich dann auf einmal am Strand, da sie von der Marauder gefallen ist und muss zu Fuß erstmal entkommen. Sie schießt mit dem Bogen den Weg frei und Tech positioniert die Marauder in der Luft, so dass Omega und die eintreffenden Klone mit der Seilwinde nach oben gezogen werden können. Danach ging es wieder zurück zum Planeten Ord Mantell, wo Sith, die Trandoshianische Informationshändlerin, schon auf die Beute wartet. Als die Klone in Siths Kantine eintreffen, werden sie schon von Sith und der Piratin Fee Genoa erwartet. Sith hat von Fee Genoa einen neuen Tipp bekommen, und zwar, dass das Imperium das Schloss von Count Dooku auf dem Planeten Serrano plündert. Und dass man da noch viel Beute machen kann. Sith möchte, dass die Klone nach Serrano fliegen, um die Kriegskasse von Count Dooku zu plündern. Hunter hält diesen Auftrag für zu gefährlich. Doch Sith überredet Tech, Wrecker und Fives und somit gibt Hunter nach. Auf dem Flug nach Serrano spricht Five mit Hunter, dass man mit dem Reichtum noch viel mehr tun kann, als sich zu verstecken. Und zwar meint er, dass man mit dem Reichtum noch viel mehr Kämpfer und Waffen besorgen kann und gegen das Imperium zu kämpfen. Doch Hunter möchte für Omega ein besseres Leben. Nicht immer verstecken und flüchten, sondern er möchte, dass Omega ein normales Leben führt. Omega bekommt das Gespräch hinter einen Vorhang mit und macht sich ihre Gedanken. Als sie auf dem Planeten Serrano ankommen, landet Tech die Marauder außerhalb der Stadt, sodass die Klone über einen Gebirgspass zur Stadt kommen. Oben am Berg angekommen, sehen sie hinab ins Tal eine völlig verstörte Stadt, die vom Imperium orbital bombardiert wurde. Am Schloss Serrano angekommen, sehen sie schon von Weitem, dass riesige imperiale Frachter die Kriegskasse von Count Dooku bereits abtransportieren. Somit haben die Klone nicht mehr viel Zeit, um noch einen Teil der Kriegskasse zu erbeuten. Hunter teilt die Klone auf. Er geht Ausschau halten und sucht ein Ablenkungsmanöver, damit die anderen Klone in den Container einsteigen können, um fette Beute zu machen. Hunter bringt kleine Bomben an zwei Jäger an, die am Hangar stehen, und Tech geht mit dem Rest der 99er in einen Container, der kurz unbewacht offen steht. Als sie im Container sind, kommt ein Wachposten um die Ecke, doch Wrecker sieht ihn und betäubt ihn sofort.
Im Container sieht Omega zum allerersten Mal ein Riesenvermögen in Transportkisten. Die Kisten sind gefüllt mit Edelsteinen und anderen wertvollen Gegenständen wie Edelmetalle. Da der Wachposten jetzt gesucht wird, muss Hunter das Ablenkungsmanöver starten und zwei Jäger in die Luft jagen. Somit laufen alle Wachklone in Richtung Hangar. Doch der Captain Wilco, der das Kommando bei den imperialen Trupplern hat, gibt den Befehl, dass alle Frachter sich fertig machen sollen zum Abflug. Dabei schließen alle Container die Türen und Tech, Omega und Five sind im Container gefangen. Da Tech die Tür von innen nicht aufbekommt, versucht Hunter und Wrecker, sie von außen zu öffnen. Dabei kommt es zum Schusswechsel zwischen den Wachposten und den 99er. Der Frachter hebt ab und Hunter wie Wrecker halten sich außen am Frachter fest. Der Frachter steigt immer weiter und weiter. Jetzt erkennen sie, dass sie abspringen müssen und sie springen auf ein Gebäude. Währenddessen suchen Tech, Five und Omega einen Ausweg aus den Frachtcontainern. Am Boden gibt Captain Wilco den Befehl, alle Rettungskapseln abzuwerfen, damit die feindlichen Einheiten im Frachtcontainer keinen Weg zur Flucht haben. Jetzt ist der Plan von den Klonen, eine Rettungskapsel zu nehmen, hinfällig. Da fällt Omega ein, dass dies doch Container der Klasse 4 sind und Container der Klasse 4 haben Bremsraketen. Und da hat sich das Büffeln doch schon gelohnt. Am Boden flüchten währenddessen Hunter und Wrecker durch das Schloss von Serrano. Auf den Frachter initiiert Tech den Frachtabwurf von allen Containern und alle Container fallen zu Boden oder stürzen zu Boden. Ende der ersten Folge. Und das war es mit der ersten Folge von Bad Batch Staffel 2. Also, für den Einstieg fand ich die erste Folge echt gut gelungen. Wie fandet ihr die erste Folge? Schreibt mir es in den Kommentaren und wir sehen uns in Folge 2. Euer Desti. Bis dann.